Ja, moin. Ich weiß jetzt gar nicht, irgendwie ist hier was schiefgelaufen mit den Aufnahmen. Hier hat sich gerade eine Aufnahme verabschiedet. Das heißt, wenn ihr hier gerade eine Überblendung gesehen habt, jo, dann war ich das wohl. ja. Auf jeden Fall, wir sind immer Mais häckseln. Ich bleib jetzt hier einfach mal im Häcksler sitzen, um einfach darauf zu achten, dass der hier die Bahn vernünftig zu Ende fährt. Weil hier unten auf der Bahn, da gibt es ja immer Probleme. Vielleicht sollte ich ihn einfach nicht in Kreisfahrt fahren lassen, sondern auf und ab. Ich weiß es noch nicht. So. Und? Ja, dass da nichts mehr ist, das siehst du doch. Mein Gott, ey. Schon nervig. Kann ich gerade nicht anders sagen. Hallo, Abfahrer. Dann kommt dann der nächste. Ich weiß es natürlich gar nicht. Ja, wir sehen das ja. Mit diesem Unterbruch. Keine Ahnung, warum er gerade die Aufnahme unterbrochen hat. Ja, gibt mir ein bisschen zu denken. So, auf jeden Fall kann es hier jetzt weitergehen. Mit dem Häckseln. Ja, so viel ist dann hier auf Feld 12 auch nicht mehr. Also, weiß nicht mehr viel. Aber es geht ja jetzt im Prinzip immer schneller dadurch, dass die Bahnen immer kürzer werden. Sind wir dann auch irgendwann mal bald durch. Was ja gar nicht so verkehrt ist. Ne? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wann er genau unterbrochen hat. Kann ich nicht genau sagen, muss ich mir angucken. Aber ob es heute Abend einen Livestream gibt, weiß ich noch nicht. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist also Donnerstag, also vorgestern sozusagen, steht für mich noch nicht fest, ob ich selber Samstagabend streame, ob ich bei FedAction mitspiele und dann auch natürlich streame oder was auch immer ich machen werde. Kann ich noch nicht sagen. Muss ich schauen, muss ich mich überraschen lassen. Ja. So. Ja, okay, der andere ist voll. So, Abfahrer wegschicken. So, jetzt kann der nicht wegfahren, weil der doch kann. Oh, und da hinten fährt schon wieder einer im Kreis. Ich werde doch weich hier.
Ich werd weich. Hat er eh gleich wieder Probleme, der Fendt mit dem Aufschieben. Wenn das erstmal alles da ist. Dann kann ich mich jetzt auch gleich erstmal wieder hier in den Drescher setzen, weil jetzt kommt ja wieder die Bahn, wo er so oft anhält. Und wir sehen, es kann eigentlich nicht am Klaas liegen, weil die anderen drei Bahnen fährt er problemlos. Er fährt nur diese Bahn hier unten immer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es am Klaas liegt. An dem Anhänger. Also, warum ich darauf komme, hat jemand im Kommentar geschrieben, dass es daran liegen würde. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen, wenn es auf den anderen Bahnen genauso ist, aber... Wollte gerade sagen, jetzt fährt er die Bahn sauber, aber schon hakt er. Ja, 900 Vario steckt im Verkehr fest. Das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass der... So, sind natürlich gleich schon wieder so viele Abfahrer unterwegs. Und er halt wieder. So, Hauptsache er rafft jetzt von selber, dass er hier jetzt gleich mal wenden muss. Jawohl. Ja. Kaum sagt man's. Läuft jetzt wie in Zeitlupe. Und er fährt irgendwo hin. Fahrer. Los, Abfahrer, komm. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Vario Bunkersilo ist voll. Niemals.
Los, 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 schieb, 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 schieb. Mach ihn platt. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal besser. Oh, ihr seid solche Vollhonks, ey. Solche Vollhonks. Nein, ich weiß, liegt alles an mir. Ja, fahr mal schön durch die Frucht. Ich will zum Glück keine Fruchtzerstörung an. Oh. Vielleicht wird das ja was. Mal gucken, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Ich weiß nicht, wie lang diese Folge jetzt geworden ist, weil ich nicht genau weiß, wie lang dieser unterbrochene Abschnitt war. Ich verabschiede mich schon mal bei euch. Vielleicht bis heute Abend, kann ich noch nicht versprechen. Ansonsten gibt es morgen wieder zwei neue Folgen. Let's Play LS17. Und ja, besucht mich bei Facebook, Friesenjunge13, auf meiner Website, Friesenjunge13.de. Hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar. Abonniert mich, empfiehlt mich weiter. Würde mich alles sehr freuen. Und irgendwann gibt es von mir auch wieder Tipps und Tricks-Videos. Und auch wieder regelmäßiger Livestreams. Im Moment bin ich ja, wie gesagt, wie auch in den anderen Videos schon erzählt, beruflich sehr eingebunden. Das heißt, ihr kriegt also auch nächste Woche wird es kein Tipps und Tricks Video geben. Nächste Woche wird es definitiv von mir keinen Livestream geben, weil ich gar nicht da bin. Und ja. Jetzt meint er hier, Bunkersilo wäre voll. So ein Schwachsinn. Das muss ich doch gleich nochmal checken. Ja, in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal ciao.